und fokussiere. Full Fokus. Maggot Boot. Weg. Und ein Stuhl. Ein Dreier-Sammelhaufen am Anfang. Wo ist der Templar? Der ist noch da oben, oder? Jetzt hier hin. Sie Summoner angeaktiviert haben, dass die auf jeden Fall runterkommen. Puh, die Maggots haben schon mal Vortex, das ist nicht gut. Also geht jetzt noch, wo nicht so... Ah ne, der Stuhl hat Vortex. Oder beides Vortex. So, okay, wenn hier noch nicht too dangerous Affixe sind, beides hat Vortex. Dann später, wenn Arcanlaser und so drin sind, kann ein Vortex halt RIP sein. Es gibt so manche Packs, die können das so gut timen, dass exakt in dem Moment, wo eine Molten hochgeht, ein Vortex und man instant den Schaden kriegt. Mal Zeit hat, noch Spillbox zu drücken vorher. Aber hier kann ich jetzt wirklich mal gut sehen, wie wirklich überhaupt 145 so läuft, weil das jetzt der einzige wirklich ansatzweise spielbare gute Rift jetzt war heute Abend. Also eben mal ein bisschen on progress halt mit halt guten Mob-Types auf Kack-Maps, aber jetzt mal so den Pack-Damage sehen, halt den Elite-Damage. Also ein bisschen einzuschätzen, was ich ja nicht so gutieren kann. Haben da wurde es schon so mit eines der besten Sachen, die ich bekommen kann. Die Dings haben gut gefressen, die Maggot Boot. Oh. Instant Condi. Ich habe da schon zwei gelbe, ein blue. Das sind schon drei Packs. Vier mit dem, was aus dem Pine rauskommt. Ich glaube, hier neben steht auch noch eins gerade. Weil ich da Diener gesehen habe. Okay, die Diener hier sind von dem Pack, was mir gerade entgegenkommen ist. Von dem Schaman. Aber da oben war gerade noch eins. War gerade noch ein Schlecker. Ja, also hier stehen Conduit und ich kann die Conduit auch fast schon instant nehmen. Ich kann noch hier ein bisschen weiter gucken, oben auf die Fläche. Aber ich sollte nicht... Oh, guck mal, da ist noch ein Goat. Wir nehmen uns den Goat und das war's. Ich glaube, das sind dann Schlecker, Schamane, Stuhl. Schlecker, Schamane, Stuhl. Goat. Maggots. 5 Elite. 6 plus 10, was aus dem Peine kommt. Instant. Am Anfang. Stehend hier. Bei einem Conduit. Also, das ist so GG rolled out. Weil das bedeutet, in der Destiny-Ebene ist potenziell nur noch Trash. Und ich liebe es, wenn ich nur noch Trash habe. Und ich weiß, dass alle Elite tot sind. Und dann geht der Trash 1000-mal schneller down. Und ich kann komplett chillen. Aber ich würde hier noch ein kleines bisschen anfetzen, vielleicht. Problem ist, die Maggots werden halt während des Condits ein bisschen was hinhauen. Weil nicht so produktiv ist. Aber ich mache mir jetzt nicht auf die Suche nach noch einer Elite. Weil es kann potenziell noch ein Elite in dieser Ebene sein. Kann sein, dass es auch direkt oben hängt, aber scheiß da drauf. Ich weiß nicht, ob das dann noch down geht alles. Weil das ja alles sehr voll ist. Und wenn es hier nicht alles down geht, kann ich es mitziehen, weil das ist eine Summoner-Wurz quasi. Kommt nur, wann was dann stehen bleibt. Also hoffentlich der höchstens der Goat, weil der folgt. Alles andere sind so Meh-Packs. Aber zur Not, vielleicht ist noch ein gutes Blue jetzt einfach drin, was ich eh mit Summoner-Massen töten kann. Ah, der Summoner schildert sich gerade. Aber das dürfte, das geht alles down. Das geht easy alles down. So. Nur nicht zu weit auseinanderlaufen hier. Ja, da wäre noch easy noch ein Backdown gegangen. Aber ich muss sagen, ich hätte jetzt keinen Bock. Da war jetzt einfach die Lust nicht da. Und dafür ist es noch nicht so ein mega Push, weil ich nicht so viel gefischt habe. Das war mir die Zeit einfach nicht wert und die Lust. Shield, nice. Ah, guck mal, da wäre das letzte Pack sogar. Exorzisten-Pack, ist nicht mal so weit weg. Hätte ich noch holen können. Ja, das ist ein 7 Pack Condi. Aber Faulheit siegt. Aber hier ist ein riesiger Summoner-Haufen. Und Trash-Haufen. Und ich habe einen Shield-Python. Bedeutet, die zwei Packs, da kann ich potenziell auch noch so down kriegen. Weil mit Shield kann ich jetzt hier easy rein akkumulieren. Der Einzige, der mir gerade einen Pull versaut, ist der Templar, der irgendwo da am Arsch der Welt steht oben. Und jetzt steht er da unten. Der Templar steht halt maximal behindert gerade. Ja, und jetzt steht er wieder maximal behindert. Er kann halt nicht in die Mitte, er kommt halt nicht in die Mitte. Ich muss mich halt umpositionieren, je nach dem Templar seinen Wünschen. Das ist absolut widerlich gerade. Ich denke aber, die Packs werde ich hier nicht umgehen. Ich werde hier nur Trash machen. Ah, das ist halt so ein Endpush-Gore-Drift, der für jetzt sowas hier, für Lars probiert gerade eigentlich nur rum, zu schade ist. Das ist viel zu schade hierfür. Und wenn man denkt, ich hätte halt wirklich noch ein Pack einfach holen können. Ich hätte halt alle 7 Packs dahin holen können und ich hätte die alle down gekriegt. Aber okay, ich weiß nicht, ob der Exorzist, ob der miese gemacht hätte beim Pullen, weil er irgendwie die ganze Zeit hin und her geportet wäre oder so. Ich weiß es nicht.
Aber so vom ersten Mal im Rift her gesehen, ist es halt eigentlich ein God Rift. Kommt auch noch hier mit hier dem Schild. Wenn jetzt das Exorzisten-Pack irgendwie ein, keine Ahnung, Curse Blue gewesen wäre oder so. Was jetzt hier mit der Masse hätte ich easy down machen können. Wäre GG. Hast du noch beide schon Half-Life, die Packs? Ich werde versuchen, der zu ziehen. Den Dien habe ich gleich alle tot. Gleich dürfte nicht mehr so viel Arkan los sein hier. Kommt halt aufs Layout an, wie gut die jetzt gleich folgen, ne? Weil jetzt gleich, wenn der Shield aus ist, geht's weiter. Ich kenne Trash mehr ab hier. Ich wollte den Shield hier noch fertig ballern. Weil daneben habe ich dann noch meine Summoner und da kam gerade noch Ghoul an. Das Geile ist halt, meine Survivability auf dem Level ist halt eh noch mega. Und wenn die so Massen sind, ich habe ja Swamp da drin, da ist noch ein Summoner auf. Ich krieg die beide noch down. Alter, was ist das denn für einen Rift? Was ist das denn für einen Rift? Das ist ja mal mega schade für 145. Ey, ich glaube, davon muss ein Highlight gemacht werden, eh. Auch wenn es nur so ein Mid-Season-Push ist. Das ist ja... Was zum Teufel? Ey, da muss ich mich ja fast konzentrieren, damit es einfach eine schöne Zeit wird. Ich weiß, ich brauche auch viel für einen Boss. Aber nicht mehr als 5 Minuten, weil ich habe 5 Minuten im Zweier für 145er Boss gebraucht. Und ich bekomme im Zweier vom Barb beim Boss keine Buffs, weil ich da keine Globes krieg. Also, wenn ich 5 Minuten plus habe, dann ist es easy. Aber ich denke, es wird 4,5 sein. Je nachdem, was es halt für ein Boss ist. Wie viel er moved, ob er Single Target ist, Ads. Na, guck mal, der Dings ist gleich tot. Und der läuft gerade weg. Danke. Immer zum Templer hin. Würde gerne beide hier killen. Weil ich nicht weiß, wie vorne das Layout ist. Ob ich die gut mitnehmen kann. Aber wenn ich die jetzt hier kille, dann werde ich halt wahrscheinlich safe vorne gleich noch einen Piling kriegen. Dann darf nur der Power nicht kommen. Die Power für euch für den Boss. Außerdem sind so viele Summoner in der Ebene noch, dass ich hier spawnen kann. Wenn ich jetzt hochgehe und dann eine Kreuzung mit 50.000 Summonern ist, so ähnlich wie hier, GG. Nicht rausporten. Bin ich ganz sicher akkumuliert bei dem Ding. Weil ich Angst habe, dass er wegportet. Weil ich fertig akkumuliert habe. Guckt euch den Progress an. Guckt euch den Progress an. Ah, Speed. Speed ist wunderbar. Den nehmen wir einfach und machen Trash. Das ist ein 100% Floor. Aber wenn jetzt noch genug steht, dann ist das ein 100% Floor einfach. 100% Summoner. Best Ring. Das ist nicht mal ein Four Corner. Das ist aber ein gutes Layout einfach so. Ich glaube, den da muss ich gar nicht mehr töten. Hier sind jetzt auch keine Summoner. Guck mal, wenn der herkommt. Ich fokussiere mich jetzt nicht viel auf den. Gelbe sind immer so, ne? Kann man halt mit einem Shield unten und so, da konnte ich halt gut rein akkumulieren. Er ist echt zu früh in der Season. Das bitte nochmal am Ende, wenn ich 150 probiere. Ja gut, aber es ist kein... Ja. Es wären 100%, wenn man jetzt hier alles zusammenklotzen würde, mehr gesummelt hätte und das Gelbe dann noch killen würde, oder? Dann wäre es 100%, glaube ich. Aber jetzt steht hier am Ende zu wenige Summoner. Ich glaube, so mit allem und so, wenn man halt wirklich länger hätte summonen lassen, was man halt auf einer höheren automatisch würde, weil ich die Summoner nicht so schnell gekillt hätte. War ja klar. So ein Follow-up war klar. Aber gut, das ist jetzt für die paar Prozent, da ist es nicht mehr schlimm. Ey, die erste Meme war halt so gut, da muss halt ein scheiß Follow-up kommen. Weil einfach nichts Gutes mehr übrig ist. Der Rift hat die ganze RNG aufgebraucht. Aber jetzt schauen wir mal, was für ein Boss kommt. Es gibt noch Bosse, die mir den Progressor versauen können. Also wo das nicht ausreicht. Nennt sich Perendi, Escandiel und Joker. Ich werde natürlich schauen, ob ich noch einen Pining kriege. Wenn ich jetzt hier ein paar 90 zusammenkriege, jetzt hier mit dem Pull in der Ecke. Oben noch ein Donut oder halt die Kreuzung kommt mit einem einen Spot. Dann schauen wir, ob noch ein Power da ist. Weil das wäre normal der grüne Abschluss-Power und bin da drin. 90, komm. Hoch. Ich nehme mal den Progress an, wenn ich den Exorzisten... Okay, es hat eigentlich nicht wirklich einen großen Unterschied gemacht, ob ich den Exorzisten mit dem noch gekillt hätte oder ohne. Weil ich habe ihn ja gut gekillt. Na, komm mal hier. Hier ist nicht mal mehr noch ein Donut. Ich weiß nicht, ob ich noch weiter nach vorne gehen soll, ob es sich lohnt. Ich glaube, ich spawn einfach. Ist auf noch einen Peinen. Ja. Geht es. 5,25 dürft easy hinhauen. Easy.
Ich sollte nicht zu große Töne spucken, wenn ich jetzt fade. Aber Tethys ist ein super angenehmer Boss. Dürfte ich eigentlich locker stehen. Und Single Target portet ab und zu weg, also bricht ab und zu Money to Fight ab, wenn sie zu weit portet, aber ist auch nicht so schlimm. Weil du ziemlich stellen kannst. Aber was war das denn für einen Rift? Sick. Also dieser Conduit am Anfang, dass so alle Packs am Anfang stehen, mit nicht wirklich schlimmen Affixen, also die Arcane-Packs. Später hatte ich so viele Arcane-Laser, aber beim Shield-Pylon. Weil das Pack, was aus dem Pylon kam und der Exorzist hatten, glaube ich, Arcane-Horde oder sowas, oder beide Arcane. Da waren so viele Arcane-Laser da, aber jo, scheiß drauf, ich habe eine Masse an Summonern und hatte einen Shield-Pylon. Und beim Conduit, die Packs hatten, konnten gar nichts. Das war ja nur so Müllpacks. Die Maggots haben Dragon Boot hat ihn da hingehauen und das war's. Ansonsten die anderen haben nur mal Vortex und sowas gemacht, aber das war auch nicht schlimm. Weil da kein einziger Arcane-Laser, glaube ich, war. Kein Molten, kein gar nichts. Heftig, heftig, heftig. Chilly Mini Rift of Doom. Knockback mich nicht. Guck mal da. Das meine ich halt. Bei sowas bricht halt der Money-Tool ab oder wenn sie halt wegportet. Mal, wenn sie so ein bisschen auf Range bleiben. Aber ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn er ein paar Mal abbricht bei dir, weil das Einzige, was sie spawnt mit Lower Level, sind diese schwarzen Flächen. Aber wer es nicht schafft, aus diesen schwarzen Flächen rauszulaufen, ist selber schuld, wenn er dann stirbt. Weil die machen erst ein paar Sekunden später Damage. Ey, guck mal da, aber sie knockbackt mich die ganze Zeit. Aber man sieht schon, der Damage von Manitou ist schon sick, wenn er hochgeht. Ich werde genockbackt werden. Je nachdem, wie oft ich noch genockbackt werde von ihr oder so, ich rechne mal 4,5 bis 5 Minuten. Also ich werde ein bisschen was überhaben. Ja, nee, weniger. 4. 4 bis 4,5, sagen wir das. Dann habe ich noch gut was übrig, glaube ich. Weil es hat ja gleich schon ein Viertel weg. Also Manitou dürfte schon gut oben sein. Also Stricken dürfte gut oben sein und Manitou. Ja, Manitou ist nicht gut oben, weil er ein paar Mal abgebrochen ist. Ja, ich weiß doch. Normalerweise ab einem Drittel weg bis ein bisschen unter einem Drittel, also bis kurz vor der Hälfte. Ab da explodieren sie nochmal instant tot. Na gut, dir das schon an. Wenn da der Manitou schon abgezogen hat in der kürzesten Zeit. Ich müsste mich eigentlich so an die Wand stellen, dass wenn sie mich knockbackt, sie mich gegen die Wand knockbackt. Und nicht so weit, dass der Manitou noch schießen kann. Ich will halt nicht direkt vor ihr stehen, nicht dass sie mich mit diesen drei Feuerbällen plötzlich trifft. Die da. Ja, die sollen vom Tempel abgehalten werden. Ich kann mir auch eigentlich immer Spiritwalk aufheben, für wenn sie mal portet hier so. Weil sie portet ja mal ran und schlägt dich dann einmal, dieser Schlag-Knockback da irgendwie. Also ich chill bei Tethys meistens, ist ja immer so ein angenehmer Boss. So ein paar Bosse, die sind im Solo super bequem. Single Target Bosse, wo du weißt, die machen keine zu schlimmen Angriffe. Hier, das hier. Da muss man rausgehen. Das ist genau wie bei Maiden oder so. Da chill ich auch immer. Da brauchst du nur Spirit aufheben, für wenn sie an dich ranportet, während sie swirlt. Oder Binder kannst du chillen. Schlimm ist, wenn du sowas wie Versalius kriegst oder Perdition, wo du Spirit nicht fettfingern darfst, weil du sonst instant tot bist. Alter, guck dir den Manitou schon an. Wie viel der schon eingeballert hat gerade. Also für andere Klassen scheint das hier ein ultra langer Bossfight. Für WD ist das guter Boss-Damage. Das ist eine schöne Bosszeit, glaube ich, für WD. Auf der Stufe mit dem Paragon und dem Gear. Bin da schon gut begeistert, dass auf 145 so schnell geht ohne Pylon. Ein Single-Target-Boss. Bin auf der Stufe schlimmer das gewöhnt. Explodieren. Ja, wird doch eher Richtung 5 gehen halt. Ich hätte 5,25 von meiner Zeit. Wenn es 25 Sekunden gleich noch auf dem Timer sind, dann das 5 Minuten Bossfight. Aber hätte auch besser gehen können, wenn ich mich nicht so viel genockt hätte lassen. Ja. Ja, ein bisschen unter 5. Hier irgendwas. Na, nice. Läuft. Cooler Rift. Hat Spaß gemacht.
Nice.